Moin moin liebe Sportsfreunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren frustigen, eisigen Folge NHL 21 Be a Pro. Champions Hockey League geht weiter. Die Schweizer Runde, nachdem wir den EV Zug eliminiert haben, ist jetzt Genf Servette dran. Es geht darum, zum uns in den Vordergrund zu stellen, um im HCD Champions Hockey League zu gewinnen, nämlich alles ist nur für einen Zweck. Wir möchten in die NHL, wir sind auf gutem Weg zum in die NHL kommen und wir machen natürlich das Übrige. Ich habe für euch heute eine kleine Abstimmung, es würde mich wundern, was ihr so denkt. Schaffen wir es in die NHL? Ich nehme es jetzt mal an, schon. Wäre ja auch nicht so gut, wenn nach der Champions Hockey League das Ganze schon vorbei wäre. Aber was denkt ihr, an welcher Stelle werden wir draftet? Und von welchem Team, was schon fast interessanter ist, werden wir draftet? Schreiben Sie unten in die Kommentare, was denken ihr von welchem Team und an welcher Stelle werden wir das Jahr draftet. Ja, und falls du eine Frage an mich oder an die Community hast, dann darfst du dir gerne stellen. Geh doch unter das Video, und zwar Q&Answer. Dort beantworte ich alle Fragen von dir an mich und an die Community. Falls du irgendeine Frage hast, die ich im nächsten Q&A soll beantworten, dann klick doch schnell auf das Video. Frag deine Frage und im nächsten Q&A werde ich das beantworten. So, also, die ersten Werbeverträge läuten hier ins Haus. Nachdem die Marke immer bekannter wird, habe ich ein nettes Werbeangebot für dich. Es geht um Cornflakes. Hast du Interesse? Haben wir Interesse für Cornflakes? Teamspieler würde sagen, ja Wahnsinn, ich liebe Cornflakes. Auf einer Schachtel sie wäre mein Traum. Oder als Star, haben wir nichts besseres Cornflakes, was zahlen sie uns? Wir haben gesagt, ich nehme das Star, weil ich weiss, in Madden hat der Overall, wo man hat, Einfluss auf die Position, wo man draftet wird. Ich weiss nicht, ob es in NHL auch so ist und ich möchte natürlich so einen hohen Overall wie möglich haben. Wir könnten im NHL immer noch dann ein bisschen mehr als Teamplayer agieren, aber ich möchte momentan so hoch wie möglich draftet werden und für das werde ich da mit Star-Allure gehen. Tja, jeder mag Cornflakes, stell dir mal vor, was es für eine Marke bedeuten könnte. Was ist das? Ja, wenn es mir eine Schachtel Cornflakes überlassen, das hat überzeugt, neutral. Also, gut, wir sind neutral, machen das so. Es gibt 9500 Credits und Markensympathie plus 15. Also, immerhin, bringt doch was, die erste Werbe. Einträge, die ersten Werbegelder fliegen rein. Für was wir das Geld dann nachher brauchen, weiss ich noch nicht. Falls ihr das ja gespielt habt, könnt ihr es ja gerne mal reinschieben. Das ist ja nicht ein wahnsinnig grosser Spoiler. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zu dem Spiel. Genf Servette gegen den HC Davos. So, wir sind heiß auf die Partie. Der Robert Meyer im Goal vom HC Davos. Ex-Goalie von Genf Servette. Er spielt gegen den ehemaligen Club. Da haben wir Daniel Manzato, ehemaliger Goalie vom HC Ambri Biota. Und das Spiel verspricht einiges an Action. Genf Servette, gute Offensiv, HC Davos, noch die besser. Beide heiß und beide möchten da natürlich weiterkommen. Und ich muss mich da wieder zuerst reinfuchsen. Oh, und wie wir uns reinfuchsen, gerade mal mit einem Pfosten-Lattenschuss. Auf jeden Fall mal Goal umrandig gewesen. So. Und jetzt, was machen wir? Als Zehnter sehr offensiv gespielt. Wir haben nicht aufgeholt vor dem Goal. Dafür sind wir jetzt aber wieder in Offensive. Oh, guter Schuss. Und jetzt sind wir in der Verteidigung. Machen das eigentlich auch relativ gut. Ich lasse mich gerade auswechseln. Ja, ich werde das Ganze jetzt da ein bisschen uncutted lassen. Weil ich habe jetzt nochmal die Drittellänge ein bisschen verkürzt, dass das Drittel nicht allzu lang geht, damit ihr mehr vom Spiel habt. Oder das ganze Spiel, dass ich da weniger schneiden muss. Das erste Let's Play habe ich ja ziemlich zurecht gecuttet. Und Hockey besteht ja nicht immer nur aus den Highlights. Vor allem hier bei BPRO werde ich euch da das ganze Geschehen mal ein bisschen laufen lassen. Mal schauen, wie das ankommt. Da, ein schöner Move. Ja, der Move ist ausgeblieben, schön ist es auch nicht gewesen. Vorchecken, das können wir. Jetzt kommt der Böck. Und das ist jetzt sehr ein guter Pass gewesen. Schaffen wir es da? Nein, der Daniel Manzato hebt und das ist eine super Möglichkeit gewesen.
Das ist jetzt nice gewesen. Jetzt räumen wir hier wieder auf. Machen hier Platz zum Schiessen und schon wieder der Pfosten. Heiland sagt, der Pfosten heute nicht unser bester Freund. Man sagt das zweite Mal im Glück. Es steht übrigens immer noch 0-0. Das Spiel hat Pfeffer drin. So. Ah. Wir lassen uns auswechseln. Kurze Einsätze, dafür mehrere. So, immer noch 0-0. Lange Simulation, heiß 0, HC Davos. Jawohl, wir gehen in Führung, das nimmt natürlich uns auch ein bisschen Druck weg. Bulli, verlieren wir. Ja, wir müssen unbedingt das Bulli ein bisschen trainieren. Denn. So, und jetzt der Pass, komm. Schöner Pass. Und jetzt hier vor das Goal zu suchen. Oh, jetzt haben wir den Pass gegeben, aber er kommt nicht an. Also alles in allem müssen wir uns hier zuerst noch mal ein bisschen warm spielen. Hat jetzt auch schon fast fünfte keinen Gel mehr gespielt. Bin nicht dazugekommen. Und da müssen wir uns natürlich zuerst noch mal ein bisschen warm spielen wieder. So. Dubois als Verteidiger. Nigren auch hin. Die können schiessen, wenn wir das Bulli gewinnen. Vor das Goal. Da kriegen wir nur den Pass und da haben wir natürlich keine Möglichkeit zum Schiessen. Gut deckt sind wir geworden. Nächste Möglichkeit von Genf. Guter Schuss. So, was machen wir jetzt da draus? Wir geben den Pass. Auch nicht schlecht. Ah, Genf verteidigt gut. Lass uns nicht in das Lot. Hat gelernt von den Fehlern vom Zug. Ja, Zug haben wir demontiert im letzten Spiel. Die haben keine Chance gehabt. Aber die haben auch wenig Gegenwehr gezeigt. So, immer noch 1-0. 33 Sekunden sind noch zu spielen. Wir sind in Unterzahl. Vielleicht langsam für einen Shorthander, aber in erster Linie gilt jetzt hier einfach mal kein Goal kassieren. So. Was wäre da gewesen mit einem Pass? Aber ja, wie gesagt. Zuerst einmal kein Goal kassieren. Das ist die wichtigste Wiese. Aber jetzt ist spät aufgeräumt im Slot. Ja, wir laufen jetzt hier als Erster durch. Die letzten 10 Sekunden sind noch zu spielen. Wow, ganz knapp der Schuss. Wir müssen schiessen, die Zeit ist abgelaufen. Aber 1-0 für den HC Davos. Was wollen wir mehr? Es kann durchaus so ins zweite Drittel gehen. Und ich bin wieder mal angesprochen worden, Saisonmodus, wie denn der so ist etc., was sich da verändert hat. Dazu habe ich im Q&A-Video auch ein paar Fragen beantwortet. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Falls ihr da mehr Fragen habt zu dem Modus, kann ich das auch gerne mal beantworten in anderen Let's Play-Folgen. Dafür sind ja die da. So, Robert Meyer mit dem Save. 1-0. Oh, und jetzt kommt der Coach. Pico, wir setzen sie unter Druck. Jetzt nicht nachlassen. Teamspieler oder Star? Ein Tor wird sicher. Okay, wir gehen nochmal mit dem Goal. Obwohl das Spiel sehr, sehr knapp ist, setzen wir uns ein bisschen unter Druck. Jetzt muss das Goal kommen. Also, wenn wir das Goal schießen, kriegen wir EPs. Und wenn wir kein Goal schießen, kriegen wir auch keins. So einfach ist das. Wir wollen ja eigentlich das Goal schießen. Oh, schönes Vorchecking da. Hart, aber herzlich. Und jetzt, wow, Mann, Zato mit dem Save. Wo, oh, das haben wir gelesen, dass der Pass nicht gut kommt. Eieiei, ja, der Druck ist da. Der Willen auch, nur das Goal nicht. Der Mann, Zato hebt hervorragend heute Abend. Auch die Verteidigung von Genf steht gut im Slot, verteidigt hervorragend. Eigentlich habe ich ja die Offensive von Genf Serve gelobt, aber ja. Wenn die Verteidigung so spielt, und schon wieder, also wieder extrem gut verteidigt von Genf. Ja, braucht es natürlich, ja, wir lassen es auswechseln. Komm, wir müssen da nicht erzwingen, das Goal können wir auch noch später schiessen. Übrigens, verspätete Strafe gibt es auch noch. Bin ja gespannt, gegen wer. Mal nicht gegen uns. So.
Wir sind wieder auf dem Feld. Wir müssen von hinterst hin in Führung kommen. Oder von vorderst nach hinten, je nachdem aus welcher Ansicht, dass man das Ganze anschaut. So, jetzt auch. Kommen. Game steht sehr tief. Wir kommen da nicht durch an die Verteidigung. Die wissen das langsam. Die haben sich gut eingestellt da auf unser Team. Oh, und jetzt wieder die steilen Pässe, das schnelle Hockey, wo ist es so lieb. Dort stehen sie aber so tief, dass wir das fast nicht ausspielen können. Machen sie gut, Genfer. Machen sie so weit gut. Schon wieder Interception. Ja, gut abgefangen. Also, Genfer spielen das eigentlich sehr gut. Oh, 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 weg mit der Scheibe. Wir sind da irgendwie noch vor dem Goal verkeilt. Jetzt haben wir sie wieder. Gut geholt, die Scheibe. Ah, ja. Genfer sind stabil. Genfer sind stabil. Ja, das wird eine harte, umkämpfte Partie. Und auch eine Serie. Da können wir uns auf etwas freuen. Da können wir uns echt auf etwas freuen. Steht immer noch 1-0. 5 Minuten, 13 im dritten noch zu spielen. Wir haben dem Coach gesagt, wir schiessen hier das Goal, aber ganz ehrlich, wir geben uns ja Mühe. Aber irgendwie will es nicht. Robert Meyer pariert die Scheibe. Vielleicht nicht die schlechteste Idee. Was können wir noch machen? Als Einzelspiel natürlich kann man nicht allzu viel machen. Wir versuchen natürlich hier kämpfen, vorchecken, die Scheibe zu erobern. Jawohl, jetzt haben wir vielleicht einmal ein bisschen Glück. Oh, und dann hat es Manzato wieder, der hervorragend hebt, aber auch enorm gut verteidigt. Von Genf Service, sie lassen uns enorm wenig Platz, dass wir da können zaubern, dass wir da können walten. Kreativ spielen, das ist alles nicht möglich. Sie sind beim Mann, sie sind eng bei Person und wenn wir mal aufs Goal kommen, dann steht der eigene noch im Weg. Nicht einfach momentan, da für uns. Lücke zu finden und wenn wir sie finden, dann müssen wir sie nutzen. 2-0, endlich hat es einmal geklappt. Goal, HC Davos. Ja, das Spiel, das ist noch lange nicht vorbei. Ja, da haben wir uns müssen wirklich ein bisschen Platz erkämpfen. Das erste Mal, wo wir so richtig gut zum Schuss gekommen sind, 2 Pfostenschüsse im ersten Drittel. Und endlich sind wir durchgekommen. Endlich haben wir das Goal auch getroffen. Also, getroffen haben wir sie ja schon die ersten zwei Mal. Aber ja, Goal geschossen. Coach ist zufrieden mit uns. 2-0 Führung, aber 2-0 ist der gefährlichste Vorsprung im Eishockey. Man ruht sich da ein bisschen auf dem Vorsprung aus und schnell steht es 3-2 für den Gegner. Da dürfen wir uns nicht ausruhen auf dem Vorsprung. Weiter vorchecken, hart Hockey spielen. Zack! Zart, aber herzlich. Wir lassen uns da auswechseln. Ein langer Drive war von uns. Also, 2-0 Führung. Läuft soweit. Das zweite Drittel ist um. Und ich hoffe, es ist für euch so unterhaltsam wie für mich. Genf Servet spielt gut. Spielt offensiv mit dem besten Hockey, was ich eigentlich von ihnen erwartet hätte. Vielleicht im nächsten Spiel daheim. Aber sie verteidigen hervorragend. Jetzt im dritten Drittel bin ich gespannt. Jetzt müssen sie ein bisschen öffnen. Sie müssen ein bisschen Druck vorne bringen. Das heisst, wir werden mehr Raum kriegen zum offensiv kreativ zu spielen, aber wie stark werden es denn sie, ihre Offensive? Jetzt legen sie mal los, wie die Feuerwehr. Das heisst natürlich, verteidigen, gut stehen, weil wir sind nicht gerade wirklich der stärkste Spieler. Und sie engen uns schon mal ein, aber ich habe gesagt, es gibt Möglichkeiten für Konter, diese Möglichkeit kriegen wir jetzt. Und da steht 3-0 auf Asak. Mit dem Konter ist das ja eigentlich schon fast gekommen. Wunderschön, der Konter. Genf hat uns eingeschnürt, hat uns die ersten 1 Minute und 4 Sekunden keine Möglichkeit gegeben, irgendwas Akzent zu setzen. Und dann kommt der Scharfschütze hinführen und haut das oben ins Kratzen auf. 3-0. Oh, und der Coach, das will er wissen. Teamspieler Star. Ja, wir hauen da jetzt nochmal einen rein. Schade finde ich, dass bei dieser Unterhaltung immer das gleiche gefragt wird, schiesst das Goal oder ja, Spiel fürs Team. Das gibt der EPS. Ja, es ist interessant einmal, aber es ist jetzt in jedem drei Spiel immer wieder vorgekommen. Ich weiß nicht, also immer das gleiche. Da wäre jetzt mehr Individualität gefragt. Vielleicht kommt das noch, wenn wir in der NHL sind. Oh, Latte!
Nein, aber wir haben auch die Möglichkeit. Und jetzt hauen wir sie rein. Ja, Genf pennt jetzt komplett. Da ist jetzt niemand mehr im Markt gestanden. Das schauen wir uns nochmal in Wiederholung an. Wir sind zweimal wirklich im Slot. Allein vor dem Manzato zum Schuss gekommen. Das haben wir die ersten zwei Drittel nur einmal können. Im Slot überhaupt nicht. Gar nicht im Slot. Und jetzt haben wir es zweimal können. Schau das mal an. Verteidiger hinter dem Goal. Niemand ist schon mal. Niemand stoppt im Mann. Das geht unter Arbeitsverweigerung und das meine ich. Wenn einmal die KI ein bisschen hinliegt, dann stellt sie einfach ab, dann spielt sie nicht mehr wirklich mit, dann ist sie unmotiviert. Dementsprechend jetzt auch dort 14-0 für uns und der Coach. Ja, natürlich das nächste Goal auf Ansage. Wir sind ein Star beim HC Davos. Übrigens ist Joe Forten nicht dabei. Wir haben die Saison ja schon vorne angefangen. Ich weiß gar nicht, ob im Kader-Update schon dabei ist. Er übrigens unterschrieben bei den Toronto Maple Leafs. Cooles Team. Messi Matthew. Oh, Bandepass kommt nicht an. Übrigens auch eine Neuerung auf das Jahr. Finde ich jetzt, ist cool, aber ja. War es dann auch schon. So, wir lassen es auswechseln. 14-0. Ich glaube, der Drops ist gelutscht. Genf Server hat lang sehr, sehr gut mitgehalten. Ich weiß nicht, wie gut es offensiv gespielt hat in dem Moment, wo wir nicht auf dem Eis waren. Jetzt steht es 4-1. Aber Richard verteidigt haben sehr gut. Bis jetzt eben auf das letzte Drittel, aber ich habe gesagt, da müssen sie aufmachen, da spielen sie anders, spielen sie offensiver. Ah, ich habe eigentlich in den Slot wollen, vor das Goal wählen. Aber da sind nicht alle gleicher Meinung. Ja, der Check natürlich fertig machen. Ist ein bisschen fragwürdig gewesen, aber. Ja, der Check hat wehgetan. Und der Manzato hebt. Ja, das wenn man nicht sehen im Hockey, da spule ich wieder über ihm. Das tut mir natürlich auch schrecklich leid. Das ist etwas, das will man nicht. Aber der Check wird nun mal fertig gemacht. Ganz nach dem Motto, zart aber herzlich. Schöner Pass, überbannen, das ist eben neu. Jetzt geben wir mal den Pass und jetzt ist es 5-1 da. Wunderschön, tick, tack, toll für den HC Davos. Neuer Spielstand, HC Davos 4, Genf Servette 0, Dankeschön. Ja, und ihr könnt gerne mal reinschreiben, möchten ihr einen Livestream da auf meinem Channel sehen oder nicht? Bin ich gespannt, es ist immer wieder mal gewünscht worden wegen einem Livestream. Und wenn ja, was soll ich Livestream machen? Da bin ich Pro, das ist ein Let's Play, das werde ich nicht als Livestream bringen. Aber wenn ihr sagt, Pico, machen wir mal einen Livestream, wir würden gerne mal einen Livestream von dir sehen. Ja, werden wir mal schauen, dass wir mal einen Tag da Zeit nehmen, um einmal mit euch zusammen gemeinsam Livestreams zu machen. Was ihr auch könnt, ist gemeinsam mit euch EASHL-Modus spielen. Den Modus, wo ihr ja mein Team mit mir gemeinsam mitspielen könnt. Das wäre natürlich noch eine gute Option. Falls ihr da Bock drauf hättet mit mir und der Community in einem Team spielen, dann dürfen ihr das natürlich sehr gerne machen. Und der Manzato, Big Safe, also ihm liegt es definitiv nicht. Also schreibt es mir rein, EASHL Team. Wenn ihr mal möchten, mit mir und mit der Community gemeinsam im gleichen Team spielen, dann dürfen ihr das gerne machen. Und zurück zum Livestream, könnt ihr gerne mal reinschreiben, wenn ihr möchten, dass ich einen Livestream mache. Meine Güte, heute haben wir einiges zum Abstimmen. Livestream, Rota, Tipper, was für ein Team uns pickt und wie viel der Stelle. Oh, fast noch ein Eigengoal. Und dann dürfen wir auch noch gerne reinschieben wegen EASHL-Team. Also langweilig soll es euch ja nicht werden während dem Let's Play. Und ich glaube, die Partie war sehr, sehr unterhaltsam gewesen, so dass es nicht langweilig werden kann. Und Genf macht es übrig. Die werden natürlich jetzt noch das Goal schiessen. Das ist ein schöner Playoff-Mode. Wenn sie jetzt das Goal schiessen, müssen sie nachher das Goal weniger schiessen im Heimmatch. Das ist ja richtig cool. Champions Hockey League ist ja auch abgesagt worden. Der Spengler Cup ist nicht dabei dieses Jahr im NHL 21.
Nichtsdestotrotz habe ich die Hoffnung, dass Spengler glaub, gleich noch kommt, zumindest einmal im Turniermodus, ein anständiger Champions Hockey League allein, ist ein bisschen wenig. So, wir gewinnen das Ding. 5-2 Game 7, muss sich nicht verkrüchen, muss sich nicht schämen. Die Partie haben sehr gut gespielt. Und ich bin gespannt auf die nächste Partie gegen Genf Servette. Da nochmal die Highlights von diesem Sieg. Wir sind beste Spieler mit einem Goal, einem Assist und 13 Checks. Schliessen das ab. Jawohl, das möchten wir wirklich. Und dann schauen wir mal, was der Coach oder der Mitspieler noch so für uns haben, bevor wir da das Let's Play beenden. Und uns freuen auf die nächste Partie gegen Genf Servette, Auswärtsmatch. Das wird ein Knüller. Jawohl, Sieg! Ja, freuen wir uns. Und ja, und sobald wir dann in Ernst sind, werden wir dann auch die Optik ein bisschen anpassen vom Spieler, Helm etc. Und da werde ich dann eure Feedbacks auch reinnehmen, werden aber noch eine Abstimmung dazu machen. Und ja, perfekt. Wir bekommen hier einiges in EP, neue Follower, 19.000 statt, jetzt sind wir mal bei 1.000. Ah, das läuft. Also, es gibt nichts mehr Neues bei uns, so weit, so far. Das nächste Spiel auswärts gegen Servette. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dann, euer Pico und tschüss.